Ja, hallo und willkommen zu dem heutigen Video. Wir von der Zentralen Studienberatung haben euch eine Serie von Videos zur Verfügung gestellt rund ums Thema Studienberatung. Also wie finde ich einen Studiengang überhaupt? Wie ist der Bewerbungsprozess? Hier das Video über die Bachelorstudiengänge an der HDM und es gibt noch ein viertes Video zum Thema rund ums Studium. Ja, dann starten wir doch direkt einfach rein. Ein bisschen allgemein über die Hochschule. Wir sind eine staatliche Hochschule für angewandte Wissenschaften. Wir haben 16 akkreditierte Bachelor- und 12 Masterstudiengänge, aufgeteilt in 3 Fakultäten. Gut 5000 Studierende, also eine mittlere Größe im Durchschnitt. Gut 140 Professorinnen, ungefähr 270 Mitarbeiterinnen und natürlich zahlreiche Lehrbeauftragte, um einfach auch nah an der Praxis zu sein. Ihr studiert bei uns sehr praxisnah, also Verknüpfung von Theorie und praktischer Anwendung steht bei uns im Fokus, das ist ein bisschen inhärent für Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Ihr habt bei uns ein integriertes Praxissemester, sage ich nachher noch ein bisschen was dazu. Und unsere Professorinnen und Professoren haben im Normalfall Praxiserfahrung. Ja, dadurch, dass wir, ich sage mal, eine mittlere Größe sind, haben wir kleine Seminare und Arbeitsgruppen, was es euch immer ermöglicht, sehr intensiv zu arbeiten, im intensiven Austausch auch mit euren Dozentinnen und Dozenten zu sein. Unsere Bachelorstudiengänge sind Vollzeit-Präsenzstudienprogramme, das heißt, wir haben kein explizites Teilzeit- oder Online-Studium. Natürlich können manche Inhalte, manche Vorlesungen auch Online-Inhalte beinhalten, aber eben nicht rein explizit. Für unsere Bachelor- und Masterstudiengänge fallen keine Studiengebühren an, jedoch kommen in einem gewissen Rahmen Verwaltungskosten auf euch zu. Nicht-EU-Studierende und diejenigen von euch, die schon ein Bachelorstudium abgeschlossen haben und ein zweites Bachelorstudium bei uns beginnen möchten, fallen wiederum Studiengebühren an. Und unsere berufsbegleitenden Masterstudiengänge, die vom Weiterbildungszentrum organisiert werden, sind auch kostenpflichtig. Ja, wir sind die Hochschule der Medien. Entsprechend haben wir eine große, moderne technische Ausstattung. Und wir haben vielfältige studentische Initiativen und Projekte. Darüber erfahrt ihr mehr in dem Video rund ums Studium. Ja, wie ist so ein Studium bei uns an der HDM aufgebaut? Unsere Bachelorstudiengänge sind alle 7-semestrig, wobei da jeweils die ersten 2 Semester das sogenannte Grundstudium sind. Auch da, ich habe nachher ein Beispiel für euch mitgebracht, zeige ich euch ein bisschen genauer, was das bedeutet. Und das 3. bis 7. Semester ist das sogenannte Hauptstudium. Ihr habt, wie ich vorhin schon angesprochen habe, ein integriertes Praxissemester in einem Unternehmen eurer Wahl. Das könnt ihr im Inland machen oder auch im Ausland. Und Thema Ausland, ihr könnt bei uns auch ein Auslandssemester machen während des Hauptstudiums. Wir haben eine große Auswahl von über 120 Partnerhochschulen weltweit. Das sollte für jeden was dabei sein. Ja, im 7. Semester schreibt ihr typischerweise eure Bachelor-Thesis. Auch die kann im Unternehmen stattfinden, um da, ich sag mal, den Fuß noch ein bisschen mehr in die Tür zu bekommen oder auch ganz frei sein. Maximal habt ihr 10 Semester Zeit, um euer Studium abzuschließen. Also auch wenn zwischendrin mal was passiert, ihr ein Urlaubssemester braucht, eine Prüfung nicht ganz funktioniert hat und sie nachholen müsst, ihr doch noch ein längeres Praktikum machen wollt oder länger im Ausland bleiben, ihr habt da Flexibilität, das für euch so zu gestalten, wie es für euch passt. Studienmodule und Credit Points, die sogenannten ECTS, wahrscheinlich schon mal gehört, vielleicht wisst ihr aber nicht genau, worum es dabei geht. Also euer Studium ist natürlich in verschiedene Module aufgeteilt und Module wiederum bestehen typischerweise aus mehreren Lehrveranstaltungen. Und um ein Modul abzuschließen, müsst ihr eine Prüfung bestehen. Da gibt es unterschiedliche Prüfungsformate dafür und dafür bekommt ihr Leistungspunkte. Leistungspunkte, Credit Points oder eben diese ominösen ECTS. Ja, die ECTS-Anzahl eines Moduls richtet sich nach dem geschätzten Arbeitsaufwand, den ihr dafür habt. Ein ECTS entspricht ungefähr 30 Stunden Workload. Da ist inbegriffen die Zeit, die ihr in der Vorlesung verbringt, aber auch Zeit außerhalb für Gruppenarbeiten, für Selbststudium, für die Prüfungsvorbereitung und so weiter. Ein Fachsemester umfasst 30 ECTS. 30 mal 7 Semester sind 210. Das heißt, ihr lauft aus dem Bachelorstudium bei uns raus und habt 210 ECTS. Das Studium besteht aus Pflichtmodulen, aber es gibt auch Wahlpflichtmodule, vor allem in den höheren Semestern, sehen wir auf der nächsten Folie gleich.
Die könnt ihr in einem bestimmten Umfang aus einer Liste an Modulen auswählen und ist natürlich von Studiengang zu Studiengang ganz unterschiedlich. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, so eine Zusatzmodule euch zu buchen. Die sind typischerweise aus anderen Studiengängen als eurem eigenen, aber wenn ihr ein Modul findet in einem anderen Studiengang, das euch sehr interessiert, dann könnt ihr das zu einem gewissen Umfang auch machen. Ja, wie versprochen, hier ein Beispiel aus unserem Studiengang Online-Medienmanagement, zu lesen von oben nach unten, vom ersten bis ins siebte Semester. Die ersten zwei Semester, wie vorhin angesprochen, sind das sogenannte Grundstudium. Ihr seht hier schon an den Titeln, da geht es viel um die Vermittlung von Grundlagen, die ihr einfach braucht, um später darauf aufbauen zu können. Vom dritten bis ins siebte Semester ist dann das sogenannte Hauptstudium. Im dritten und vierten Semester noch eher ein bisschen vorgegeben, wobei hier in dem Studiengang im dritten Semester auch schon ein Wahlpflichtmodul wählen könnt. Fünftes Semester, praktisches Studiensemester. Und dann, wie ihr hier seht, im sechsten und siebten Semester wird euer Studium sehr individuell. Da wählt ihr euch eigentlich rein Wahlpflichtveranstaltungen ganz frei, je nachdem, wie ihr euch spezialisieren wollt, welchen Fokus ihr setzen wollt, was euch interessiert. Bis dahin seid ihr schon so weit in den Themen eures Studiengangs drin, dass ihr vielleicht schon wisst, ich möchte mein Studium in die Richtung weiterentwickeln. Siebtes Semester seht ihr hier die Bachelorarbeit, wie vorhin angesprochen, verbunden mit einem Kolloquium, um euch dabei zu unterstützen. Ja, die Abschlussarten. Meine Kollegin hat in einem anderen unserer vier Videos schon ein bisschen darüber berichtet, dass es eben unterschiedliche Abschlussarten gibt. Hier seht ihr, welche unserer Studiengänge welchen Abschluss mit sich bringen. Ist insofern für euch schon jetzt bei der Studienorientierung relevant, als dass die Abschlussart ein bisschen einen Hinweis darauf gibt, wie denn die inhaltliche Ausrichtung des Studiengangs ist. Also im Bachelor of Arts eher kommunikativ, gesellschaftlich oder so wie wir es auch verstehen, wirtschaftswissenschaftlich ausgerichtet. Bachelor of Science naturwissenschaftlich, mathematisch, technisch und Bachelor of Engineering, wie der Titel schon sagt, sehr technisch, sehr ingenieurshaft. Und je nachdem könnt ihr dann ein bisschen reinführen, okay, welche Richtung liegt mit den eher und welche Studiengänge kommen da habe ich dann am ehesten für mich in Frage. Ja, und da sind wir schon fast am Ende angekommen. Ihr könnt jetzt eintauchen. Wie taucht ihr am besten ein? Schaut auf die Website der HDM, schaut auf die Websites der Studiengänge. Dort findet ihr auch immer die sogenannte Studien- und Prüfungsordnung jedes Studiengangs, wo der Aufbau, die Module, die Modularität des Studiengangs dargestellt ist. Ihr findet die Beschreibungen jedes Moduls. Was findet da denn statt? Was sind die Inhalte? Versucht in Kontakt zu treten mit aktuellen und ehemaligen Studierenden aus eurem Wahlstudiengang. Ihr könnt natürlich immer gerne auch zu uns kommen. Unten seht ihr unsere Kontaktzentralstudienberatung. Wenn ihr euch nicht sicher seid, kommt immer zu uns. Wir sind gerne für euch da und beraten euch. Und guckt natürlich auch in den Veranstaltungsplaner der HDM. Es gibt nichts Besseres als die Studiengänge und Teilnehmer aus den Studiengängen einfach auch live bei uns in der Hochschule zu treffen und sich mit denen auszutauschen. So, dann, wie hier oben steht, viel Spaß beim Eintauchen und bis bald. Ciao.